Ja, und wir fragen nach bei Katrin Eigendorf in Charkiw. Wir haben es im Beitrag gesehen. Sie waren dabei, auch bei Erkundungstrupps der ukrainischen Polizei in den Ortschaften. Nochmal in Ihren eigenen Worten, der Beitrag war ja auch von Ihnen. Was haben Sie da vorgefunden? Welches Bild hat sich Ihnen geboten? Also was wir im Moment hier in der Ukraine erleben, ist ein sehr differenziertes Bild. Ganz sicherlich kann man sagen, seit der Vertreibung der russischen Armee aus der Umgebung von Kiew ist das, was hier erreicht wurde, der deutlichste Erfolg, den die Ukrainer in diesem Krieg bislang erzielt haben. Es ist ihnen gelungen, die russische Armee aus weitgehenden Territorien hier im Osten der Ukraine zu verdrängen und damit das große Ziel Putins, nämlich Luhansk und Donetsk, die beiden Regionen hier im Osten vollständig zu besetzen, eigentlich zu zerstören. Das ist vor allem moralisch ein großer Effekt, moralisch ein schlechter Effekt für die russische Armee, die dementsprechend ja auch schon überall kritisiert wird, auch in Russland, und moralisch ein guter Effekt für die Ukrainer und ihre Bevölkerung, die jetzt erstmals wieder einen Hoffnungsschimmer sehen, dass sie hier in diesem Krieg etwas in Bewegung setzen können. Und auch ein Signal natürlich an die westlichen Partner, dass es nutzt, Waffen hier hinzubringen, dass die Ukraine in der Lage ist, Russland etwas entgegenzusetzen. Allerdings, was man auch sagen muss, was wir hier jetzt erleben in den letzten Tagen in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, ist dauerhafter Beschuss von russischer Seite. Diese Geländegewinne haben darauf keine große Einwirkung, denn Russland kann ja mit seiner Artillerie weit über von russischem Staatsgebiet aus hier auf Charkiw feuern. Und ich komme gerade erst vor einer halben Stunde, war ich hier in der Nähe an einem Wohnblock, der gerade getroffen wurde. Da ist die Polizei und die Feuerwehr noch immer dabei, das Feuer zu löschen. Und das frustriert und das verängstigt die Bevölkerung natürlich sehr. Der Hintergrund hier, was wir in Charkiw erleben, ist, auf der einen Seite soll die Infrastruktur hier lahmgelegt werden, vor allem die Stromversorgung, aber auch die Bevölkerung terrorisiert werden. Ja, diese militärischen Erfolge in der ukrainischen Armee, die haben ja hier die Diskussion über Waffenlieferungen wieder angefacht, sozusagen. Die Bundesverteidigungsministerin argumentiert aber noch, kein Land habe Schützen- oder Kampfpanzer westlicher Bauart geliefert. Wie schauen die Ukrainer mittlerweile auf Deutschland und die Waffenlieferungen aus Deutschland? Auch der Ringtausch funktioniert ja nicht wirklich. Setzt man überhaupt noch Hoffnung auf Deutschland? Auf jeden Fall. Die Menschen hier schauen mit sehr gemischten Gefühlen auf Deutschland und auch auf Europa. Ganz sicherlich ist Amerika hier das Land, wovon sie sich die meiste Unterstützung erwarten und auch die meiste Unterstützung bekommen haben. Aber die Ukrainer sehen auch Deutschland als ganz, ganz wichtigen Partner an. Und Deutschland hat ja auch schon Waffen an die Ukraine geliefert. Deutschland hat ja auch schon Soldaten ausgebildet. Es ist ja nicht so, dass Deutschland hier gar nichts unternommen hat. Und das erkennen die Ukrainer durchaus an. Und das hören wir auch immer wieder. Ich habe gerade hier, als ich mit Bewohnern gesprochen habe, die den Einschlag hier erlebt haben, die haben mir gesagt: Danke, danke, dass ihr uns unterstützt in diesem Krieg. Also mir als deutscher Journalistin. Auf der anderen Seite gibt es natürlich vor allem auf Seiten der Regierung auch große Frustration. Ich habe letzte Woche erst Gelegenheit gehabt, mit dem Berater von Präsident Zelensky zu sprechen. Und er hat in einem langen Interview noch mal klargemacht, die Ukraine braucht vernünftige militärische Ausstattung. Dann ist sie in der Lage, den Krieg zu gewinnen. Also er ging sogar so weit, dass er sagte, mit der entsprechenden militärischen Ausstattung kann die Ukraine diesen Krieg in Monaten gewinnen. Das mag natürlich Wunschdenken sein. Und letztendlich ist das militärischen Experten überlassen, das zu prüfen und zu bewerten. Aber das ist zumindest die Position der ukrainischen Regierung. Wie geht es denn jetzt mutmaßlich weiter in den Regionen, die zurückerobert werden konnten? Wir haben gesehen, teilweise sind die Ortschaften komplett zerstört. Die Menschen haben sich dort über 6 Monate verstecken müssen. Der Wiederaufbau wird wahrscheinlich unheimlich schwierig sein. Ja, also was wir hier immer wieder erleben, und wir waren auch in einem der befreiten Dörfer hier in der Nähe von Charkiw, ist, dass die Zerstörung so weit reicht, dass es eigentlich kaum für die Menschen möglich ist, dahin zurückzukehren. Also die Infrastruktur ist ja auch ganz zerstört. Es gibt kein Wasser, es gibt kein Gas. Die Häuser sind teilweise gar nicht mehr bewohnbar. Die Menschen haben ja die Dörfer auch größtenteils verlassen. Da sind ja nur ein paar alte Leute zurückgeblieben. Wir waren in einem Dorf, das hatte vorher 750 Einwohner, da waren nur noch 40 zurückgeblieben. Das ist auf der einen Seite die Situation. Und was für die Ukraine jetzt wichtig ist, in all diesen befreiten Dörfern und Ortschaften
Kriegsverbrechen nachzuweisen. Also gerade da, wo wir jetzt waren, hat man zum Beispiel auch Leichen geborgen, die dort verscharrt wurden, wo die Einwohner die Polizei hingeführt haben. Das alles genau aufzuarbeiten und zu dokumentieren, ist mein Eindruck, hat für die Ukraine jetzt Vorrang vor allem. Denn letztendlich ist das Ziel, ja, die russische Regierung irgendwann dafür zur Verantwortung zu ziehen, was hier passiert. Katrin Eigendorf war das aus Charkiw. Vielen Dank für diese Informationen und für das Gespräch.